Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 11 News Update. Heute möchte ich auf das kommende Town Takeover Event zu sprechen kommen. Es ist zwar erst Richtung Mitte, Ende Januar, dauert noch eine Weile, aber ich möchte euch sagen, was dieser Clip, den ich euch jetzt zeige, der geht 7 Sekunden lang, habe ich von meinem Drittkanal vor ein paar Tagen veröffentlicht, und zwar diesen. Das ist eine spezielle Lobby-Animation in Verbindung mit dem Skin, den sie anhat. Warum der Beweis, dass Bangalore quasi im Mittelpunkt des Town Takeover Events natürlich auch auf Stormpoint sein wird, möchte ich euch jetzt erklären, warum das der Beweis natürlich ist. Es gibt bis jetzt nur 4 Legenden, die so eine spezielle Animation in Verbindung mit so einem Skin haben. Walk müssen wir aber außen vor lassen, das war einfach so ein Special Animationsgedöns mit dem Release, weil das so ewig krass gefeiert wurde wegen einer koreanischen oder asiatischen Legende und so weiter und so fort. Deswegen hat die diese spezielle Animation mit diesem Skin bekommen und außerdem, weil lore-technisch da irgendwie mit ihrem Vater und einem Titanfall-Charakter bla 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 bla. Wir wollen nicht um den heißen Brei reden. Auf was will ich hinaus? Natürlich haben wir auf jeder Map ein spezielles Town-Takeover-Event um eine spezielle Legende gehabt, wie zum Beispiel hier Wraith Season 2, das Voidwalker-Event mit dem Voidwalker-Skin und dieser speziellen Animation. Nur für diesen Skin in Season, ich glaube es war in Season 4, gab es das Event auf World's Edge, das Town Takeover Event rund um Bloodhound mit dem Young Bloodhound Skin und der Charge Rifle. Und oh Gott, in welcher Season war es? War es schon in der Season, wo Olympus released wurde, oder eine Season später? Ich weiß es gar nicht. Oder war es sogar Season? Ich weiß es gar nicht genau. Wann war denn das Fight Night Event? Ich weiß es nicht mehr. Season 9? Season 10? Ich bin mir nicht mehr sicher. Dort kam für die aktuelle, oder nicht für die aktuelle, das macht keinen Sinn, für Olympus ein Town Takeover Event raus mit dieser Lobby-Animation. Und natürlich, wenn jetzt dieser Clip geleakt wird mit einer neuen Lobby-Animation rund um diesen einen Skin und der P20 hier in dem Fall, kann es eigentlich nur so sein, dass wir auf Stormpoint das nächste Town Takeover Event bekommen. Warum Stormpoint ist sowieso klar. Lore-technisch ist Bangalore mit der Stormpoint Map verbunden. Ihr erinnert euch an den Teaser in Season 10 auf Olympus. Dort kam relativ zum Ende der 10. Season kam diese Space-Kapsel, die auf einmal da stand, irgendwo oben rechts auf der Map. Da bist du mit Bangalore rein, da kamen so ein paar spezielle Voice-Lines und so ein paar Sachen. Und die wiesen so ein bisschen auf ihren Bruder hin, der wo irgendwas mit Stormpoint am Hut haben soll. Was da genau im Hintergrund war, weiß ich nicht, kann ich leider nicht erklären. Da stecke ich überhaupt nicht in der Materie. Also können wir sicher sein, dass Bangalore in Season 11 ihr Town Takeover Event bekommt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was es für ein Motto haben wird. Irgendwas Militärisches wird es mit Sicherheit sein. Lasst euch mal in den Kommentaren aus, ob ihr euch über dieses Bangalore Event freut. Ich weiß immer, wenn eine neue Season rauskommt und der Battle Pass gezeigt wird oder irgendwelche Events und jedes Mal nichts für Bangalore dabei ist, weiß ich, da hagelt es in den Kommentaren wieder nichts für Bangalore. Deswegen weiß ich, dass da draußen sehr viele Bangalore Mains sind. Und ich bin gespannt, was ihr von diesem Spaß haltet. Und vielleicht gibt es ja irgendeinen fetten Buff für Bangalore, den sie auf jeden Fall schon lange, lange verdient hat. Wie ich finde, das war es jetzt von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.